Willkommen zurück bei Let's Play Zombie U. Beim letzten Mal sind wir ziemlich oft verreckt. Du musst rein in den Buckingham Palace. Nur so kommen wir an bessere Waffen und Vorräte. Selbst wenn es von Pestbeulen bimmelt. Yay, Buckingham Palace. Erreiche den. Was? Das war zu schnell. Eingang des königlichen Bunkers. Nehmen die Passiermarke. Cool, ich soll da rausgehen wieder mal. Oder kann ich mit dem Gullideckel reisen? Nein. Nee, dafür muss ich erstmal beim Buckingham Palace, glaube ich, den Gullideckel gefunden haben. So, na gut. Beim letzten Mal hat es uns echt zerlegt. Ziemlich hart. Hier müsste im Umkreis ja alles safe sein, eigentlich. Oh, hier soll ich rein, okay. Okay. Erreicht den Eingang des königlichen Bunkers. Ah, wir haben die Keycard bekommen. Da habe ich so eine Lust drauf, mich hier durchzukämpfen. Okay, ich muss da unten rein. Okay, es wird jetzt alles über das Gamepad gemacht. Ich sehe fast nichts auf dem Pad. Ich höre was. What the fuck? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geh weg da! Ich habe gerade auf das Gamepad geguckt und dann sehe ich auf einmal auf dem normalen Bildschirm, wie das liebe kleine Mädel hier hochgewatschelt kommt. Waren das aber nicht zwei? Mich dünkt, dass das hier noch recht lustig wird mit dem Maschinengewehr. Das ist nämlich so ein typischer Fall von, das könnte man ja gut in so eine Zombie-Menge reinhalten. Da ist bestimmt nichts drinne. War so klar. Mir fällt gerade auf, dass man hier rein kann. Was auch immer mir das bringt. Oh je, eine Leiter. Gute oder schlechte Idee? Wir werden es erfahren.
Ich glaube, eine gute Idee. Okay, so hätten wir die Zombies. Was liegt denn hier? Was ist denn das? Ah, da die Bretter. Ah, plünderbares Objekt. Verlockend, verlockend. Oh, natürlich Munition. Ha, sehr schön. Okay, das ist nicht die richtige Keycard dafür. Nee, so wirklich habe ich nicht Lust, die Tür zu öffnen. Wer weiß, wofür es gut ist, dass die zu ist. Okay. Ernsthaft? Das sind verdammt viele in der Richtung hier. Ich sollte gucken, dass ich hier einfach schnell durchkomme. Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elisabeth bereits tot. Und Jakob der Erste hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, dass er ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger ins Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Die musste sich verstecken. Ach, diese Narren. Da will ich eigentlich gar nicht durch. Wenn ich das schon wieder höre. Aber auf meinem Pad ist es ruhig. Habe ich irgendwas zu essen dabei? Nee. 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 Was? Negativ, negativ. Negativ. Und das kann ich aufheben. Also hier ist es verdammt ruhig. Ich habe eine neue Zeitung bekommen. Bist du wirklich tot? War so eine dumme Frage. Was soll ich jetzt hier drin? Verstehe. Yay. Darunter. Ihr seid mir ja lustig. Das Spiel ist an manchen Stellen echt unfair, muss ich sagen. Wie wir ja bei dem Kampf ums Safe House gesehen haben. Deswegen bin ich so ein bisschen pessimistisch. Was den restlichen Verlauf noch angeht. Okay, clear. Alles schön. Super, sauber hier. Voll geplündert. Okay,
Nee, war das jetzt Absicht, dass das gewackelt hat, oder war das meine Dummheit, weil ich zu blöd bin zum Laufen? Gut, da sind wir schon mal da durch. Das war ja relativ human im Vergleich zu davor. Wir befinden uns auf jeden Fall in England. So viel steht fest. Warum haben die England ausgewählt? Ha. Cool, keine Karte. Das fängt ja schon mal gut an. Da gibt's eine Nachricht. Und sonst sind wir... Mein Gamepad macht komische Geräusche, also meine Knöpfe klackern, wenn ich das Gamepad schüttel. Okay, wir brauchen hier tatsächlich Licht. Hier steht was an der Wand anscheinend. Gott, das kann ich doch nicht lesen. Zombie zielen mit der Waffe und... Also wenn man einen Zombie erschießt, kommen, glaube ich, ganz viele andere Zombies, soll das heißen, oder? Also schießen wir am besten nicht. Es ist ruhig. Ups, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Wenn es weiter nichts ist hier mit dem Dunkeln und so. Also ich gehe hier definitiv nicht ohne Lampe hoch. Zombie auf 2 Uhr. Okay, hier ist ein Tor. Was ein Wunder, das Tor ist offen. Wie hätte es auch sonst anders sein sollen? Der da liegt, oder was? Palace hat seine Vorzüge. Das ist nicht nur ein Gebäude, das ist eine Festung. Ein Hochsicherheitstrakt. Du kannst deinen Arsch verwetten, dass die jede Menge Waffen und Munition bunkern. Boah, was eine geile Aussicht. Hinter Gittern. Komm, du lebst noch, ich weiß es genau. Okay. Wir haben selber nicht mehr so viel Leben. Aber wir haben auch nichts zu essen. Huch, was ist das denn? Ich wollte die Karte nicht verschieben. Ah, hier finden wir auch den Hammer. Gut zu wissen, unsere Ausrüstung verlieren wir nämlich nicht. Junge! Kann ich den nicht plündern? Jetzt kann ich ihn plündern, okay. Mhm, toll. Toll, ganz toll alles hier.
Wundervoll. Ich kann da lang. Ich kann aber auch da lang. Dietrich erforderlich. Schön. Ich muss da lang. Mit Zombies. Auf 11 Uhr. Wo habe ich das Gefühl, dass da unten gleich welche rausgekrochen kommen? So. Den kann ich nicht plündern. Aber den kann ich plündern und da ist auch nichts mehr drin. Mhm. So eine sympathische Gegend hier. Da lässt man sich doch gerne nieder. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 Zombies. Rundrum verteilt. Richte dich doch mal geradeaus, bitte. Ha! Das ist mit Licht. Mhm. Okay, hier ist alles sauber. Zeit für einen kleinen Rundum-Scan. Auch nichts Interessantes hier. Hey, nee, warte mal. Von da kam ich ja, glaube ich. Nichts zum Aufheben. Aber auf jeden Fall eine Abkürzung zum Safehouse. Und die werden wir auch gerade nutzen. Meine Güte. Erstmal ein Schläfchen machen. So. Wir hatten so viele Punkte auf unserem ersten Charakter, ne? Aber der ist ja sowieso. Der ist mir ja sowieso aus schlechtem Timing bei einem einzigen Zombie draufgegangen. Naja. Gut, dann erkunden wir beim nächsten Mal dann intensivst den Buckingham Palace und versuchen mal nicht zu sterben. Also bis dann.